Der eine ist der Chef der wohl wichtigsten Notenbank der Welt, der andere ist ein legendärer Investor, vielleicht der bedeutendste Investor der letzten Jahrzehnte. Gemeint ist einerseits Fed-Chef Powell und auf der anderen Seite Warren Buffett. Und was die zu sagen haben, ist irgendwie ziemlich unterschiedlich, zeigt offenkundig eine andere Sichtweise. Oder der eine, nämlich der Investor, sagt, wie es ist, und der andere kann nicht sagen, wie es ist, weil er eben Notenbankchef ist. Da verbietet sich zu klare Sprache. Da musst du ein bisschen Diplomatie üben. Und wir wollen uns mal anschauen, das Setup für diese Woche, die viel ruhiger wird als die letzte Woche. Kaum Highlights, die auf dem Kalender stehen, weder von Unternehmensseite, Großunternehmen, noch von Wirtschaftsdaten. Und deswegen ist die Frage, wie geht es jetzt weiter, nachdem wir am Freitag eine Rallye gesehen haben, nach den US-Arbeitsmarktdaten, die ja ein bisschen schwächer waren als erwartet und die Fed dadurch so die Ansicht einiger die Zinsen doch wird früher senken können. Schauen wir uns also mal die Situation an, startend mit Powell, der ja am letzten Mittwoch gesagt hat, also ich rechne nicht mit weiteren Zinsanhebungen, die Wirtschaft, die ist recht solide, ich sehe keine Stagflation etc. etc. Sven Henrik zeigt hier nochmal, worum es eigentlich geht. Die Fed kann die Leitzinsen nicht senken, weil die Inflation so hoch ist, aber sie kann verbal mit Rhetorik eben die Kapitalmarktzinsen senken, also die Zinsen, die Renditen von US-Staatsanleihen, also das, was sozusagen Investoren verlangen können, wenn sie US-Schulden kaufen. Und hier sehen wir, das ist offenkundig nötig, denn es gibt schon ziemlich viel Stress im System, im Bereich Immobilien, Kreditkartenausfälle nehmen zu etc. Außerdem wird die Verschuldung der USA immer teurer, wenn man zu solch hohen Renditen, zu solch hohen Kapitalmarktzinsen neue Schulden aufnimmt, was die Amerikaner ja permanent machen. Also muss man versuchen, das Ganze so ein bisschen runterzureden, weil man eben die Leitzinsen nicht senken kann. Genau das hat Powell gemacht, etwa mit der Aussage, nee, also halte ich für unwahrscheinlich, dass wir die Zinsen senken werden. Jetzt kommen wir zu Warren Buffett, der sich am Wochenende ja geäußert hat und der hat gesagt, ich habe meine Cash-Bestände so stark aufgebaut, weil einfach die Bewertungen total unattraktiv sind. Man hat jetzt 189 Milliarden in Cash. Und er sagt, ja, ist natürlich dann auch noch schön, wenn die Zinsen so hoch sind wie derzeit, 5,4%. Aber ich würde auch so viel Cash halten, wenn die Zinsen niedriger wären, etwa bei 1%, sagt er hier. Also er sieht offenkundig den Aktienmarkt als zu teuer an, auf der einen Seite, und ist eben auch skeptisch, gerade angesichts der Wirtschaft, die sich jetzt abzukühlen scheint, angesichts dieser Bewertungen, weswegen er so viel Cash hält. Das unterscheidet sich schon ziemlich deutlich zu dem, was Jerome Powell über die Wirtschaft sagt. Und hier sehen wir mal den sogenannten Buffett Indicator, das ist die Marktkapitalisierung des US-Aktienmarkts in Relation zum nominalen BIP der USA, und wir sind bei 187%. Damit nahe des Allzeithochs, was wir erreicht hatten in Corona, als die Fed die Zinsen ja auf Null gesenkt hatte und Liquidität ins System geschüttet hatte. Noch 2004 waren wir bei 93%, 2014 waren wir bei 114%, jetzt also 187%. Das zeigt diese Ausweitung der Marktkapitalisierung. Und hier sehen wir nochmal die Cashbestände von Berkshire Hathaway, die massiv zugenommen haben auf jetzt um und bei 190 Millionen Dollar. Die Frage ist, warum macht der Mann das? Warum glaubt der Mann nicht, dass die Aktienmärkte so richtig toll sind? Er hat jetzt auch deutlich seine Apple-Bestände reduziert, und zwar um 13%. Jetzt hat er immer noch 790 Millionen Aktien, von vorher 905 Millionen Aktien. Aber das ist schon eine ziemlich starke Reduktion, wie diese F13-Filings jetzt hier gezeigt haben. Die Apple-Aktie vorbörslich deshalb ein bisschen unter Druck. Klar, wenn der Maestro hier abbaut. Aber schauen wir uns mal an, was mit Apple eigentlich der Fall ist. Ja, ein stagnierendes Geschäftsmodell, im besten Falle eigentlich sogar ein kontrahierendes Geschäftsmodell. Und Apple hat 625 Milliarden Dollar investiert in den letzten 10 Jahren, um eigene Aktien zurückzukaufen. Und diese 625 Milliarden Dollar, die man aufgewendet hat, das ist mehr als 492 Firmen wert sind, die im S&P 500 gelistet sind. Also Apple hat mehr Geld investiert, um eigene Aktien zurückzukaufen, als praktisch fast alle Firmen im S&P außerhalb der Magnificent Seven Aktien wert sind. Das sind Dimensionen, die muss man sich mal vorstellen. Das ist Financial Engineering, das ist
ist nicht wirklich sinnvoll jetzt im Sinne von Volkswirtschaft, im Sinne von innovativen Unternehmen, aber es wird halt gemacht. Dennoch scheint der gute Warren ein bisschen skeptischer zu werden und diese Skepsis wird wahrscheinlich noch untermauert durch das, was wir am Freitag gesehen haben, nämlich die US-Arbeitsmarktdaten schwächer als erwartet. Hier mit nur 175.000 Stellen. Nick Timiraos, der Fettflüsterer, sagt aber, naja, erstens haben wir noch mal Arbeitsmarktdaten vor der nächsten Fed-Sitzung, dann sei die Fed mehr auf Inflationsdaten fixiert und so unerwartet schwach seien die Daten ja nicht gewesen. Die Märkte aber haben eben ihre Zinssenkungserwartung nach oben genommen, deswegen ja auch der Anstieg der Aktienmärkte. Aber wir sehen eben dann, auch wenig später ist am Freitag der ISM-Service veröffentlicht worden mit ziemlich deutlichen Anzeichen einer Stagflation. Das Einzige, was wirklich steigt, sind die Preise. 59,2 hier im Dienstleistungssektor, nachdem wir beim ISM-Gewerbe schon einen Anstieg auf 60 gesehen haben bei den Preisen. Alles über 50 heißt, steigt zum Vormonat. Und so sehen wir, dass das, was nach oben überrascht, Inflationsdaten sind, wie etwa die ISM-Preiskomponenten, während auf der anderen Seite Wachstumsüberraschungen deutlich negativ ausfallen. Deswegen sehen wir den City Economic Surprise Index jetzt auf dem niedrigsten Stand seit über einem Jahr. Also die Abweichung von den erwarteten Daten ist zunehmend negativ. Die Wirtschaft kühlt zunehmend ab. Gleichzeitig aber ist die Inflationsdynamik weiter ungebrochen. Früher oder später wird das sich ändern, weil wenn die Wirtschaft weiter abkühlt, dann werden die Unternehmen die Preise nicht mehr durchsetzen können, müssen vielleicht sogar die Preise senken, um ihre Produkte überhaupt loszuwerden, weil die Konsumenten nicht mehr können, diese Preise gar nicht mehr zahlen können. Und das deutet sich immer mehr an. Die ganze Unternehmens- oder gesamte Berichtssaison in den USA mit Starbucks, mit Pepsi Cola, mit Dow Chemical, mit DoorDash, mit McDonald's, wie sie alle heißen. So viele Unternehmen haben gesagt, der Konsument wird schwächer, vor allem der am unteren Einkommensende wird deutlich schwächer. Und schauen wir uns mal die Earnings per Share an, der Aktien, und zwar die 493 Aktien im S&P 500, da geht das steil nach unten, nur bei den Magnificent Seven, da geht es nach oben, vor allem eben bei solchen Werten wie Nvidia und so weiter, Tesla und Apple kann man da eigentlich fast schon rausrechnen, aber Schwamm drüber, hier sehen wir mal, warum die Konsumenten schwächer werden, weil die Ersparnisse aufgebraucht sind, die man eben in Zeiten der Geldgeschenke mit Helikopterschecks hat aufbauen können. Das ist jetzt negativ. Das heißt, die Leute in den USA haben weniger Ersparnisse als zuvor. Die haben ihren Konsum auf Kreditkarte, auf Pump finanziert mit immer höheren Kreditkartenkosten. Das wird auf Dauer nicht mehr gehen, weil der Zinseszinseffekt einfach zu stark ist. Und so sehen wir natürlich auch den Effekt der Fed-Politik, die dafür sorgt, dass die Vermögens- oder gesorgt hat, dass die Vermögenspreise gestiegen sind, weswegen die Top 1% jetzt mehr Vermögen haben als der gesamte Mittelstand in den USA, und das alles dann auch auf Kosten einer Verschuldung, die jetzt so hoch ist wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr im Prinzip, nämlich in Relation zum BIP, also Schulden in Relation zum BIP, es sind immer gute Maßstäbe, Aktienmarktkapitalisierung in Relation zum BIP, Schulden in Relation zum BIP, und wir sehen, wie krass diese Dinge hier eskalieren im Prinzip, und gleichzeitig gehen eben die Kosten für die Unternehmen nach oben. Das haben wir im Employment Cost Index gesehen, bei den Lohnstückkosten gesehen. Das heißt, die Kosten für die Unternehmen steigen, auch die Lohnkosten etc., weswegen sie nicht anders können, als letztendlich weiter die Preise anzuheben. Irgendwann kommt der Konsument aber nicht mehr mit, dann muss man die Preise wieder senken. Das geht dann direkt in die Marge und führt zu einem weiteren Abschwung der Wirtschaft, den wir etwa schon sehen beim Chicago Einkaufsmanager Index, den Sie hier oben sehen, der ist auf Niveaus, wie wir zuletzt in der Dotcom-Krise gewesen sind oder nach dem Platzen der Dotcom-Blase in der Finanzkrise und bei Corona gewesen sind, nur einmal noch. Danach hatten wir einen ähnlich schlechten Wert. Gleichzeitig sehen wir, dass die Job-Openings zurückgehen, also auch der Arbeitsmarkt jetzt bei den angebotenen Stellen schwächer wird. Hier sehen wir nochmal diesen Rückgang des Economic Surprise Index und wir sehen auch, dass der US-Aktienmarkt jetzt nicht mehr outperformt in Relation zu Europa und vor allem in Relation zu China. Hier der chinesische Aktienmarkt ja zuletzt sehr deutlich gestiegen und trotz der Rallye, die wir gesehen haben am Freitag, ist der Nasdaq wie auch der S&P 500 haben es nicht geschafft, ihren 50-Tages-Durchschnitt wieder zu überwinden, sind knapp drunter beide aus dem Handel rausgegangen. Goldman Sachs sagt, naja, diese CTAs, diese US-Vermögensverwaltung,
weiter, die werden jetzt nicht mehr verkaufen müssen. Gleichzeitig haben wir das Gamma jetzt auf der Short-Seite, das heißt, die Verkäufer von Optionen haben ein negatives Gamma und langsam kommen die Buybacks wieder. Das passiert nicht sofort, aber so Stück für Stück, also die Aktienrückkäufe der Unternehmen, die natürlich ein wichtiger Faktor sind. Hier sehen wir mal interessanterweise die Outperformance von Utilities, also von defensiven Werten, Versorger. Die sind gelaufen wie Schmitz Katze, während die Technology-Aktien etwa um und bei so performen wie der S&P 500 auch. Also keine Outperformance unbedingt mehr hier bei Tech-Firmen. Wir sehen, Energie hat stark verloren in der letzten Woche. Utilities waren die großen Sieger. Und die Sieger sind vielleicht immer noch auch die großen Tech-Aktien, die eben am wenigsten von diesem Abschwung bisher betroffen sind. Wir sehen, die sind auch teurer. Die Top 10 Aktien haben ein Price-Earnings-Ratio, Kurs-Gewinn-Verhältnis von 28,7. Die anderen 493 Aktien haben nur 17,3, sind also deutlich billiger, könnte man sagen. Vielleicht eben auch zu Recht billiger. However, hier sehen wir mal, das Gewicht dieser Top 10 Aktien im S&P 500 steigt immer weiter. Überproportional sogar zu ihrem Anteil an den Gewinnen. Wie geht es jetzt weiter, meine Damen und Herren? Wir haben noch ein bisschen Platz nach oben, wie es scheint, beim S&P 500. Könnten dann praktisch hier in diese wichtigen Widerstandsbereiche reinlaufen, sind jetzt kurzfristig dann auch schon ein bisschen überkauft, könnten noch überkaufter werden, also ein bisschen Platz ist noch, aber dann wird es vielleicht wieder schwieriger in der Situation, in der wir jetzt sind, denn es hat sich zwar das Verhältnis zwischen Anleihen und Aktien ein bisschen wieder verbessert in Richtung Aktien, sogenannte Equity Risk Premium, also praktisch, wie werde ich entlohnt dafür, dass ich mehr Risiko eingehe, indem ich Aktien kaufe. Dadurch, dass die Renditen ein bisschen gefallen sind, hat sich dieses Verhältnis jetzt ein bisschen verbessert, aber die Aktienmärkte sind gestiegen, obwohl praktisch Aktien unattraktiver wurden, gemessen am Equity Risk Premium, das sehen wir hier nochmal. Das ist eines der geringsten Equity Risk Premiums, die wir haben. Also eigentlich sind Aktien in Relation zu Anleihen vergleichsweise unattraktiv. Aber wie geht das jetzt weiter? Wir haben so mehr oder weniger 20% der Unternehmen aus dem S&P 500 werden berichten. Aber es sind nicht die Top-Aktien. Da haben wir eine ARM, die natürlich wichtig ist in Sachen KI. Heute eine Palantir und so weiter. Aber es sind eher Daten aus der zweiten Reihe. Es gilt auch für die Konjunktur. Daten. Also das könnte eine eher ruhige Woche werden. Da ist wenig Antrieb jetzt wie in der letzten Woche mit FED-Sitzungen, mit Arbeitsmarktdaten, mit Daten, mit den Zahlen der großen US-Tech-Unternehmen. Abschließend noch vielleicht ein Blick Geopolitik, Rafah. Hier sieht es so aus, dass wohl doch bevorsteht jetzt eine Bodenoffensive der israelischen Armee gegen Rafah. Das könnte dann diese ganzen geopolitischen Spannungen, die so ein bisschen runtergekühlt waren, wieder anheben, weil ja viele Staaten, arabische Staaten gesagt haben, das ist eine rote Linie, die dürft ihr nicht überschreiten. Zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Wird Janet Yellen jetzt die große Stimuluskeule auspacken, damit die Wirtschaft stimulieren und damit möglicherweise einen Sieg von Donald Trump verhindern? Sehr interessante Perspektiven, die Sie in diesem Artikel lesen können. Gerne weiterempfehlen über Social Media. Und die zweite Empfehlung, meine Damen und Herren, warum hortet Warren Buffett Cash? Hier mal die Erklärungen, warum der gute Mann sagt, nee, ist mir alles zu teuer, mache ich nicht, das ist unattraktiv. Diese beiden Empfehlungen, meine Damen und Herren, ich sage jetzt Servus und Ciao.